10 Schritte, wie du deinen Seelenpartner anziehst mit dem Gesetz der Anziehung, mit dem Spiegelgesetz. Den Seelenpartner zu finden ist eine wunderschöne Sache. Der Seelenpartner, das ist der Mensch, bei dem du dich so richtig aufgehoben fühlst, wo du spürst, ihr kennt euch schon ewig, auch wenn ihr euch gerade erst getroffen habt, wo du spürst, ihr habt die gleiche Lernaufgabe, wo du weißt, das ist der Mann, an dessen Seite ich wirklich aufblühen werde. Das ist der Mann, an dessen Seite ich auch sehr viele Lernerfahrungen machen werde und in mein volles Potenzial komme. Aber Seelenpartnerbeziehungen sind nicht so einfach, das weißt du vielleicht schon. Und deshalb zeige ich dir in diesem Video die 10 Schritte, wie du mit deinem Seelenpartner glücklich wirst. Also bleib dran, probier das aus und erlebe diese tiefe, wundervolle Verbindung mit deinem Traummann. Bevor wir loslegen, klick hier und abonniere meinen Kanal, damit du all die spannenden Videos auch immer sofort erhältst. Schritt Nummer 1 für die Seelenpartnerschaft ist, sei dir bewusst, was du wirklich willst. Wenn du dir deine vergangenen Beziehungen anschaust und dir auch anschaust, warum sie gescheitert sind, kriegst du ein gutes Gefühl dafür, was der nächste Entwicklungsschritt für dich ist. Hast du in der Vergangenheit immer wieder toxische Männer angezogen, dann mach dir bewusst, dass es dir enorm wichtig ist, jetzt einen Mann in dein Leben zu ziehen, der wirklich respektvoll ist, der wirklich präsent ist, der wirklich auch emotional reif und entwickelt ist und dir das geben kann, was du brauchst. Im Coaching merke ich es immer wieder, dass Frauen gar nicht wissen, was sie brauchen, dass sie nicht wissen, was sie wollen. Und wenn ich dann frage, was ist denn dein Ziel? Wie soll denn deine Beziehung sein? Wie soll denn deine Seelenpartnerbeziehung sein? Dann zählen sie mir Dinge auf, die sie nicht wollen. Ich will nie wieder belogen werden. Ich will nie wieder einen toxischen Mann. Ich will nie wieder meine Verlustangst spüren. Und wenn wir uns diese negativen Dinge aufzählen, was passiert dann laut dem Gesetz der Anziehung? Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also wenn du den Fokus darauf legst, was du alles nicht willst, bekommst du mehr davon. Und das ist ganz wichtig bei der Seelenpartnerbeziehung, den Fokus auf das Positive zu haben. Ich möchte Respekt in der Beziehung. Ich möchte Liebe in der Beziehung. Ich möchte mich in der Beziehung sicher fühlen. Ich möchte in der Beziehung auf Augenhöhe sein. Es ist enorm wichtig, den Fokus auf dein Ziel zu richten. Und wenn du weißt, was du wirklich willst und wie deine Seelenpartnerbeziehung aussehen soll, kommen wir zum zweiten Schritt. Und zwar träume von der Liebe, die du dir wünschst. Im Coaching erlebe ich das immer wieder. Erst neulich habe ich mit einer Frau gearbeitet und sie sagt auch, und sie wünscht sich endlich diesen Seelenpartner, diese wundervolle Beziehung. Und dann habe ich gesagt, dann stell dir vor, du bist in einer Beziehung mit dem besten Mann, den du dir vorstellen kannst. Ein wunderschöner Mann, attraktiv, klug, humorvoll, liebevoll, respektvoll, präsent, all das, was du immer wolltest. Einfach der absolute Traummann, der Megamann, der beste Mann des Universums und du bist in einer Beziehung mit ihm. Stell dir das vor. Und meine Klientin war geschockt und sie hatte Angst. Sie war, oh mein Gott, da kriege ich ja Angst, wenn ich mir das vorstelle. Solange dir das Angst macht, ist das ein Zeichen, dass du noch Dinge verarbeiten musst, dass du noch alte Muster auflösen musst. In meinem Kurs Glückliche Beziehung jetzt zeige ich dir, wie du diese alten Muster auflöst. Also nimm dir das zum Anlass, träume von diesem absolut wundervollen Mann, von deinem Seelenpartner. Wenn dir das Angst macht, hast du noch Dinge, an denen du arbeiten musst. Aber bleib dran, visualisiere das, träum davon, setz dich mit dem gedanklich auseinander, denn dann wirst du das manifestieren. Ich garantiere dir das. Aber du musst dahin kommen, dass du das träumen kannst, dass du das sehen kannst und dass es sich gut anfühlt. Und was dir dabei hilft, ist Schritt Nummer 3, stärke deine Selbstliebe. Verlieb dich in dich selbst. Umso mehr du fokussierst auf Selbstliebe, Selbstrespekt, Selbstwert, umso mehr du darauf fokussierst, dich glücklich zu machen, zu dir selbst gut zu sein und zu dir selbst liebevoll zu sein, umso leichter wird es, dass der Seelenpartner in dein Leben kommt und auch bleibt. Und
oft ist es so, oft erzählen mir das Klientinnen, sie haben den Seelenpartner gefunden und dann gibt es plötzlich Konflikte oder es gibt Themen kommen hoch, Muster kommen hoch und dann entfernt sich die Beziehung. Und das wollen wir nicht. Wir wollen doch, dass das klappt, dass wenn du ihn findest, dass es gut mit euch wird. Die beste Vorbereitung für die Seelenpartnerschaft ist die Selbstliebe. Aber auch die beste Heilung für die Muster, die der Seelenpartner dir zeigt, denn der hält dir den Spiegel vor, da kannst du nichts dagegen tun. Wenn der Seelenpartner da ist, dann kommt er mit einem großen, großen Spiegel und zeigt dir alles, was du noch lernen musst. Dann aktiviere deine Selbstliebe und arbeite daran, denn dann stehen deine Chancen enorm gut, dass es mit euch wirklich auf die nächste Stufe geht. Vierter Punkt. Lass die Eifersucht gehen. Es ist ganz normal, dass wir eifersüchtig werden oder Verlustängste haben, wenn wir diesen tollen Mann gefunden haben, diesen Seelenpartner. Wir haben Angst, er könnte jemand anderen finden, er könnte uns verlassen, wir sind nicht gut genug. Und hier ist wieder ganz wichtig, auf sich selbst zu schauen, die eigenen Themen anzusehen und mit den eigenen Themen zu arbeiten. Wenn die Eifersucht hochkommt, sag Nein dazu. Wenn dieses Gefühl, dieser Gedanke, Eifersucht beginnt ja oft als Gedanke, so Gedanken wie, ich bin nicht gut genug oder der mag die andere Frau vielleicht lieber als mich oder der geht vielleicht zu seiner Ex zurück. Wenn das hochkommt, sag Nein. Sag nein, ich lasse nicht zu, dass diese Gedanken meine Beziehung zerstören. Das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß, ich bin die richtige Frau für ihn, denn ich spüre, das ist mein Seelenpartner. Und wenn ich das spüre, spürt er das auch, denn eine Seelenpartnerbeziehung ist immer eine zweiseitige Beziehung. Fünfter Schritt, gib niemals auf, bleib dran. Und das ist wirklich so der Nummer eins Grund, warum Leute scheitern. Ist, dass sie aufgeben, dass sie nach dem Seelenpartner suchen oder versuchen, ihre Seelenpartnerbeziehung zu heilen. Und dann gibt es Probleme und sie sind frustriert oder sie treffen den falschen Mann und das frustriert sie und dann hören sie auf, diesem Ziel zu folgen. Dann geben sie auf. Dann lassen sie das gehen und sagen sie so Dinge wie, ich kann es ja sowieso nicht schaffen oder es gibt keinen Seelenpartner für mich oder der eine war mein Seelenpartner, aber der ist jetzt gegangen oder verstorben oder ist irgendwo ganz weit weg und deshalb werde ich das nie wieder schaffen. Wenn du das tust, wirst du es auch nicht schaffen. Denn du erschaffst deine Realität. Das ist eine Tatsache. Gib nicht auf, egal was in der Vergangenheit passiert ist. Egal. Du bleibst dran. Das ist dein Ziel. Das willst du. Diese schöne Beziehung mit diesem wundervollen Mann. Und du willst dich gut fühlen und du willst dich sicher fühlen. Bleib dran, dann wirst du es auch erreichen. Tipp Nummer 6. Wenn Zweifel hochkommen, arbeite an deiner Positivität. Zweifel kommen hoch, das ist vollkommen normal. Und es gibt Tage, wo wir uns gut und stark fühlen und es gibt Tage, wo wir uns unsicher fühlen. Wenn der Zweifel hochkommt, lass ihn, du kämpf nicht dagegen an, lass ihn kommen, schau ihn an und sag vielen Dank, dass du mir das mitteilst, aber ich möchte wieder positiv denken. Vielen Dank für die Information, aber ich bleibe dran bei meinem Ziel. Gegen Emotionen kämpfen funktioniert nicht, das kennst du. Wenn wir da Emotionen versuchen runterzudrücken, kommen sie stärker wieder hoch. Lass es zu, schau es an, bedank dich und dann geh zurück zu deinem positiven Mindset, geh zurück zu deiner Vision. Tipp Nummer 7, genieße den Augenblick. Du kannst dir nicht erwarten, dass du eine glückliche Beziehung haben wirst mit deinem Seelenpartner, wenn du die ganze Zeit schlecht drauf bist, solange bis du ihn hast. Oft höre ich das von Leuten, ja, ich bin so traurig, weil ich keinen Freund habe. Dann wirst du nicht den richtigen Mann anziehen. Du musst jetzt schon dein Leben genießen, du musst dich selbst genießen, du musst jetzt glücklich sein. Denn dann ziehst du den Seelenpartner an wie einen Magneten. Und genau das wollen wir. Also lass das gehen, diesen Gedanken, du musst jetzt unbedingt sofort den Partner finden oder brauchst die Beziehung, um glücklich zu sein. Lass das alles gehen. Und frag dich, wie kann ich jetzt im Moment mein Leben glücklich und schön gestalten? Und das führt uns zu Punkt Nummer 8, werde zu deinem Zukunfts-Ich. Wenn du heute vielleicht noch das Problem hast mit Verlustängsten oder Unsicherheiten, ist okay, vielen Frauen geht es so, das ist vollkommen normal. Aber dann frag dich, wie möchte ich gerne sein? Was für eine Frau möchte ich sein, wenn dieser wundervolle Mann in mein Leben kommt? Oder wenn ich mit diesem wundervollen Mann, den ich vielleicht schon kenne, eine wirklich schöne Beziehung führen möchte. Was für ein Mensch
Will ich da sein? Will ich da diese ängstliche, unsichere Frau sein oder möchte ich diese selbstbewusste, strahlende Frau sein? Assoziier dich mit deinem Zukunfts-Ich. Frag dich, wie möchte ich sein? Wie möchte ich mich verhalten? Wie möchte ich mit ihm umgehen? Wie möchte ich ihn ansehen? Wie möchte ich mit ihm sprechen, ihn berühren? Wie werde ich mich kleiden? Wie werde ich sein, wenn ich bereits diese Frau bin, die ich sein möchte? Und das ist gleich wie zu Beginn, wo wir gesagt haben, visualisier diesen perfekten Mann, visualisier dich in der Zukunft, dein wunderschönes, starkes, glückliches, sicheres Ich. Visualisiere das, denn dann wirst du dich dahin bewegen. Das ist das Gesetz der Anziehung. Die Dinge, die wir visualisieren, die Dinge, auf die wir fokussieren, die ziehen wir in unser Leben. Punkt Nummer 9, arbeite an deinen Glaubenssätzen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich bewusst zu werden, welche negativen Glaubenssätze dich aufhalten und um sich bewusst zu werden, welche positiven Glaubenssätze du gerne installieren möchtest. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Nimm dir einen Moment und schreib auf, was sind die negativen Dinge, die ich über mich denke und was sind die positiven Dinge, die ich über mich denken möchte. Und arbeite daran, übe immer wieder weg von dem Negativen hin zu dem Positiven zu kommen. Und 10. und allerletzter Punkt. Vertraue, dass es klappt. Das Gesetz der Anziehung, das Manifestieren funktioniert nur dann, wenn wir daran glauben und vertrauen und wenn wir auch loslassen. Und mit loslassen meine ich eben nicht jetzt verkrampft versuchen, das sofort in den nächsten Stunden und Tagen diese Ziele zu erreichen, sondern zu vertrauen, dass das Leben dir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Zeichen gibt, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Personen schickt. Alles, was du zu tun brauchst, ist, dich jetzt gut zu fühlen, jetzt glücklich zu sein und zu vertrauen, dass alles richtig passieren wird. So, meine Liebe, mit diesen 10 Tipps bist du perfekt gerüstet für deine wunderschöne Seelenpartnerbeziehung. Wenn du mehr Unterstützung brauchst beim Auflösen von alten Glaubenssätzen und Mustern, dann sieh dir jetzt das Webinar Glückliche Beziehung jetzt an. Da erfährst du, wie du wirklich all diese alten Themen gehen lassen kannst und wie du magische, liebevolle Momente in deiner Beziehung erschaffst. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.